Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier aus dem Kurpfalzpark. Meine Güte, das sieht schon richtig idyllisch hier draußen aus. Definitiv, das ist auf jeden Fall unser Erstbesuch hier und ist es jetzt auf jeden Fall schon ein sehr entspannter Eindruck. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Der Kurpfalzpark hat uns freundlicherweise die Eintrittskarten zur Verfügung gestellt, da wisst ihr schon direkt Bescheid. Und wir gehen jetzt mal rein. Auf jeden Fall. Kurpfalzpark drin und haben einen Parkplan bekommen. Schaut euch den mal an. Cool, oder? Ganz viele Tierchen sind da und hinter uns sind schon Kaninchen. Ich freue mich. Und natürlich gibt es hier auch Attraktionen. Zeigen wir euch auf jeden Fall alles auch in dem Vlog. Und ja, wir wollten auf jeden Fall mal kurz den Kaninchen guten Morgen sagen. Wir sind mittlerweile ein bisschen weitergegangen. Die Ziegen und die Kaninchen haben wir schweren Herzens stehen gelassen und sind am Wurzel vorbeigekommen, an dem Maskottchen hier vom Park. Der Boss bin natürlich ich. Und hier ist die erste Attraktion, also Attraktion. Rutschen, da hat man immer Spaß drauf und ich würde sagen, rutschen wir eine Runde, Vivi. Juhu. So, es gibt verschiedene Rutschen, auch einmal diese ganz, ganz steile Rutsche und die werden wir auf jeden Fall rutschen. Eine Wellenrutsche und eine Dunkelrutsche, habe ich früher als Kind immer gesagt. Ja, ich freue mich, es wird eine Runde gerutscht. Vivi, zweite Rutsche, ja, let's go, die Wellenrutsche und schaut euch mal den Ausblick an, Hammer. Da überholst du mich einfach noch. Das war richtig cool, vor allem weil die steile Rutsche auch richtig am Ende noch schnell war. Wir kennen es oft, dass die irgendwie abbremst, aber hier hat man richtig schön weit geschossen. Richtig cool, macht Spaß. Ein bisschen Überwindung braucht man schon, gell? Ja, am Anfang schon, das stimmt. Aber es ist auf jeden Fall ein schöner Anfang hier. Kurpfalzpark öffnet um 9 Uhr seine Tore. Ab 10 Uhr haben dann auch die Attraktionen auf. Deswegen chillen wir hier gerade noch in der Ecke. Es gibt auch super viele Picknickplätze. Ich habe vorhin schon einen Grillplatz gesehen und Tretboote. Ob die Vivi nachher mit mir eine Runde Tretboot fährt, ich weiß ja nicht. Vielleicht kriege ich sie noch überredet. Und ich würde sagen, wir warten noch ein bisschen bis 10 Uhr und dann geht es direkt auf den Alpincoaster für uns. Nächster Stop ist der Kurpfalzcoaster. Der macht in 2-3 Minuten auf, also um 10 Uhr. Und da wird jetzt eine Runde mitgefahren. Wir kommen gerade vom Alpincoaster. Auf jeden Fall eine kürzere Strecke, aber macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Parallel zu der, ja, zu der Rodelbahn, zu der Sommerrodelbahn. Schon cool und vielleicht können wir damit auch noch fahren. Hast du Bock? Parallel zum Alpincoaster gibt es ja auch eine Sommerrodelbahn und da geht es drauf. Sommerrodelbahn gekommen und ich finde, dass es mir ein bisschen besser gefällt, weil man kann halt selber ein bisschen beeinflussen, wie schnell man halt in die Kurven fährt. Man muss halt auch bremsen, weil sonst ist da halt die Gefahr, dass man rausfällt aus der Bahn, was halt analogisch beim Alpincoaster überhaupt nicht passieren kann. Das ist analogisch, durch Fliehkraftbremsen wird man automatisch gebremst und das ist ja auch Schienen geführt. Deswegen ist die Sommerrodelbahn mein Favorit hier auf jeden Fall. Wir wollten gerade beim Imbiss am See einen Kaffee holen und ein Kaltgetränk, aber leider ist das nicht möglich, weil nur Barzahlung funktioniert und wir leider kein Bargeld dabei haben. C'est la vie. Vivi, das ist ein bombastisches, gingastisches Klettergerüst. Gehen wir da rauf? Let's go, dann klettern wir mal eine Runde. Jetzt kommen wir wie ein bisschen mehr Motivation. Juhu! Mit Handy. Supi! Hier
weiß, dass ich mir noch immer alles breche. Das ist sicher. Verstauche, verknacke oder sonst irgendwas. Vivi? Ja? Ich hab mich verlaufen. Vivi, wir haben es geschafft. Wir sind aus dem Piratennest rausgekommen. Ich glaube, da haben die Kinder echt ordentlich viel Spaß. Es ist unheimlich groß. Man kann sich sogar verlaufen, dass man den richtigen Weg nach draußen findet. Und ist sehr schön geschaltet. Und hinter dir, Vivi, ist zum Beispiel auch noch viele Spielplätze. Also es gibt echt sehr, sehr viel Spielplatz hier. Und auch alles mit Naturmaterialien und so. Und ich habe eine Seilbahn gesehen. Gib doch eine Show. Und zwar gibt es hier ein Zirkuszelt, ein kleines Clown-Hulino ist dort drin. Und was es da so gibt und was er so macht, das werden wir euch jetzt mal zeigen. Willkommen im Zirkuszelt zur zauberhaften Kinder- und Familienshow mit Clown-Hulino. Filmen und fotografieren ist nicht verboten. Zwei, drei, hopp, voilà. Guck mal hier. Hui. Oh. Ah! Ai, 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 ai. Liebe Kinder, ich leg's dir. Oh, das hört kein Weh. Ich leg das Tuch drüber, dann hört's bestimmt auf. Sehr gut. Und jetzt gleich mit dem viel Spaß! Liebe Gäste, das war unsere Show von und mit Clown Hulino. Wir wünschen Ihnen noch einen unbeschwerten Tag im Kurpfalzpark. Wollt ihr alle noch einen Popcorn haben? Ja, die verteilen wir nach der 15:30 Show. Wir kommen gerade von der Clown Hulino Show. Das ist eine Show für Kinder mit Zauberei, mit Tanz am Ende und mit Gesang. Also schon ganz cool gemacht, auch sehr witzig, auch für die Erwachsenen. Und die Kinder hatten sichtlich Spaß. Am Ende gibt es noch Bonbons und es lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Es gibt natürlich noch mehr Shows als die Show, die wir gerade gesehen haben. Hier gibt es zum Beispiel noch Wolters Puppenbühne und eine Greifvogelshow. Die Uhrzeiten sind immer variabel und stehen am Haupteingang. Wir sind hier im Freigehege. Den Hirsch oder den einen oder anderen Hirsch, die Hirschfamilie, haben wir leider noch nicht gesehen. Aber hier gibt es eine Greifvogelshow. Die hat vorhin stattgefunden und die Leute waren noch sichtlich begeistert, dass man diesen Greifvögeln einfach so nahe kommen kann. Oh, hallo, guten Tag. Freut ihr euch, dass ich gekommen bin? Ja. Und ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Seid auch alle da? Na, dann ruft man alle ganz laut Hurra! Hurra! Ich habe vorhin schon mal erwähnt, dass es ein Puppentheater gibt. Das haben wir euch mal einen kleinen Einblick dafür verschafft. Und ich finde, das sieht wirklich total süß aus. Und ich war schon so ein bisschen damals an die Kinder zurückversetzt, wo man auch öfters mal, also ich zumindest, Puppentheater geguckt habe. Gerade wo der große Rundweg ist und da ist uns das hier vor die Füße gefahren. Sehr, sehr cool, ein schöner Kettenflieger auf jeden Fall. Im Kurpfalzpark kann man sich ja natürlich auch selbst versorgen und da gibt es echt unheimlich viele Picknickplätze und auch hier gibt es wieder eine Grillstation. Alles schon chillig und wir gehen mal weiter. Ein paar Tiere will ich noch sehen. Einmal die Augen, so, jetzt kriegt man die Königin, genau, hopp, und voilà, ja, wie gesagt, das ist der beste Zuckermann der Anna, ja, Achtung, hopp, wie die
Kevin, hast du endlich deine Artgenossen gefunden? Ich habe endlich die Tiere gefunden, ich habe meine Artgenossen gefunden. Hier süße, süße Wildschweine. Oh, putzig, putzig, putzig. Oh ja. Wenn man es etwas idyllischer haben möchte, kann man sich auch hier aufhalten. Einmal gibt es hier den großen Rundweg und einmal einen kleineren Rundweg. Und hier gibt es auch Picknickplätze. Also wirklich sehr, sehr ruhig und idyllisch. Kevin! Warte, ich hab's geschafft. Am Ende vom Rundweg. Seid ihr endlich bei den Eseln. Und was haben wir vergessen? Das Futter. Wir sind echt schlechte Gäste. Ich hab keinen Bock auf dich. Siehst du, ist schon eingeschnappt, weil du nichts dabei hast. Wir sind jetzt einmal auf jeden Fall den großen und den kleinen Rundweg gegangen. Und haben Tiere gesehen, Kevin. Ja, man kommt an den ein oder anderen Wildtieren vorbei. Und es ist schon sehr schön. Also wie gesagt, wie wir es ja vorhin schon gesagt, sehr idyllisch. Es gibt Picknickplätze, es ist auch was, ja, es ist ruhig. Für Leute, die gerne wandern, für die ist das, glaube ich, das Richtige, oder? Ja, ich glaube schon. Also vor allem mit Familien und Kindern und so, das ist auf jeden Fall schon schön. Das waren unsere Eindrücke aus dem Kurpfalzpark. Meine Güte, was zahlen denn hier Erwachsene? 16 Euro Erwachsene und Kinder von 4 bis 14 zahlen 14 Euro. Und das Parken ist kostenlos. Genau. Wir hatten auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Tag hier im Kurpfalzpark gehabt. Sehr, sehr schön ländlich gelegen. Viel Natur, Tiere zum Sehen, viele Spielplätze für Kinder. Auch was Actionreiches ist dabei. Ein Alpinkurs, so eine Sommerrodelbahn. Auf jeden Fall für jeden was dabei. Und Shows. Shows auch nicht zu vergessen. Genau. Für die Familien ist es natürlich besonders was Cooles hier. Für die Größeren muss man auch schon sagen, so richtig viel Action gibt es jetzt hier nichts. Es ist Entspannung. Und das soll es auch sein im Kurpfalzpark. Genau. So ein Park, wo man gerne mit Eltern und mit Oma, Opa hinfährt. Ja, das waren unsere Eindrücke und wir sagen euch einfach viel Spaß. Bis zum nächsten Video hier auf YouTube. Bis dann, Henne. Tschüss. Tschüss.